Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu Ortloffs frei nun vom 26. August 2022. Am vergangenen langen Wochenende war ich ja in Bergün in Graubünden. Davon habe ich schon online berichtet. Es kommen auch noch einige Beiträge, aber jetzt einfach nochmal ein Blick zurück. Einfahrt eines Allegra-Triebzuges mit 6 Wagen im Bahnhof Bergün. Am vergangenen Wochenende feierte das Albula Bahnmuseum seinen 10. Geburtstag und es waren eine Menge Gäste zum Gratulieren gekommen, die eine sehr lockere Atmosphäre verbreiteten. Und die vom Verwaltungsratspräsidenten des Museums, Roman Sommer, herzlich begrüßt wurden. Es freut mich, dass wir heute zahlreiche Grußbotschaften entgegennehmen dürfen. Unter anderem haben wir Dr. Renato Fasciati von der Rätischen Bahn, unseren Gemeindepräsident Luzi Schutz und viele andere Wegbegleiter des Museums willkommen zu heißen. Das Museum ist eine wahre Fundgrube an Wissen, an Originalexponaten, aber auch an multimedial gestalteten Räumen, wo man tief in die Geschichte der Rätischen Bahn eintauchen kann. Nicht zu vergessen die Anlagen in unterschiedlichen Baugrößen. Und dann wurde auch schon ein Blick auf den 29. Oktober geworfen, an dem der längste Schmalspur-Personenzug der Welt fahren soll. Wir wollen eigentlich die Genialität der Ingenieurbauwerke dieser Strecke zeigen und wie das zusammenhängt, diese Kehrtunnels. Wir überqueren ja 4-mal die Talseite alleine zwischen Breda und Bergün. Und wir dachten, dass wir das am schönsten zeigen können mit einem Zug, der eben durchgängig ist. Das heißt, wenn der Zug oben in den Kehrtunnel reinfährt und unten wieder rauskommt, dann fährt er oben immer noch rein. Und ich glaube, so plastisch kannte man diese zusammenhängende Strecke noch nie. Das wird bestimmt sehr spannend. Ähnlich spannend war mein kurzer Rückblick in meine persönliche Geschichte, als ich vor 60 Jahren im Ferienlager in Bergün war. Eine wunderschöne Erinnerung. Mein Gott, wie die Zeit vergangen ist. Aber wir schauen natürlich nicht nur zurück, sondern auch nach vorn. Und dazu gehört ein Blick auf die Neuheiten von Minitrains, die gerade ausgeliefert werden. Und zwar sind es Lokomotiven Deutz OMZ 122F in 3 verschiedenen Farbvarianten. Und OMZ steht für Ölmotor Zweizylinder. Besonderheit bei dem Prototyp war, dass er mit Druckluft gestartet wird, also nicht mit einer Kurbel oder sonstigen Anlasser, sondern mit Druckluft. Ein ziemlich schönes Modell, wie wir finden, und tatsächlich eigentlich überall einsetzbar. Wir bauen sie hier bei uns. Das hat lange gedauert. Wir haben viel Schwierigkeiten gehabt mit Logistik, Materialbeschaffung. Nichtsdestotrotz sind sie schön geworden. Sie fahren wie immer fantastisch und wir sind richtig zufrieden, dass wir sie jetzt endlich an die vielen Leute bringen, die uns schon dauernd fragen, wann wir sie denn endlich verfügbar haben. Dieser Beitrag steht auch schon online und jetzt kommen wieder Filmberichte bzw. Videos von euch. Abfahrbereit in die Nacht, Autoreisezug Lörrach-Hamburg nach Rangiervorgängen und Beladung. Geht's jetzt los in die Nacht.
Stefan Meitner aus Aschaffenburg schreibt: Hallo lieber Hagen, im Anhang eine Baureihe 50 mit Güterzug. Ein schönes Wochenende wünsche ich dir und allen Zuschauern. Vielen Dank, lieber Stefan. Und jetzt gehen wir noch mal kurz nach Bergün. Hier haben sich die LGB-Freunde Niederrhein etwas Besonderes ausgedacht. Sie haben 4 Lokomotiven und 58 Wagen hintereinander gehängt. Ich sage das mit den 58 Wagen an dieser Stelle, damit ihr nicht zählen müsst. Aber ihr könnt es natürlich tun. Mir gefällt es, wenn man versucht, Rekorde zu jagen oder Rekorde aufzustellen. Und was gibt es Schöneres, als einen großen Kreis zu haben und einen Zug, bei dem das vordere Ende versucht, den Schluss zu fangen. Hallo Hagen, schreibt Andreas Rindermann. Inspiriert durch dein Bergün-Video habe ich meinen eigenen Rekordversuch gestartet und daraus ist dieses Filmchen entstanden. Ein Zug, ein Güterzug, bestehend aus 13 Wagen. Die Lok ist schon etwas betagt und stammt von Aristokraft. Bei den Wagen sind alle namhaften Hersteller vertreten. Richtig sicher fuhr der Zug allerdings nur mit 11 Wagen. Den Rekord habe ich verfehlt, aber ich hatte richtig viel Spaß. So soll es ja auch sein. Auch Markus Jeckel sah, wie die LGB-Freunde Niederrhein einen Zug mit 58 Wagen und 4 Lokomotiven auf ihrer Gartenbahnanlage haben fahren lassen. Wir gratulieren und grüßen das Bahnmuseum Albula in Bergün und alle Gartenbahnfans, aber das können wir auch. Unser Zug auf der Gartenbahnanlage von Peter Saljewski in Firnheim, Hessen, hatte 3 Lokomotiven und 59 Personenwagen. Es war echt fraglich, ob das klappt. Immerhin gibt es einige Kurven und Steigungen auf der Anlage von Peter Saljewski. Aber alles hat funktioniert und man kann es auf dem YouTube-Kanal Rucknux Raider nachschauen. Nach dem geglückten Versuch mit 59 Wagen, schreibt mir Markus Jeckel, war die Begeisterung riesengroß. Glückwunsch auch von meiner Seite und weiter so. Dietmund Schwarz macht in Lappland Urlaub und hat mir Fotos von der ehemaligen Güterbahnstrecke eines aufgelassenen Tagebauwerks geschickt. Diese endet am nördlichsten Prellbock Finnlands, 20 Kilometer nördlich von dem Ort Kolari. Lutz Kürbis lässt uns wissen, dass es ihm besonders die sächsischen Schmalspurbahnen angetan haben, und zwar im Original, aber auch im Modell. Und da ganz besonders das Thema Rollwagenbetrieb im Maßstab 1:87, also H0 und natürlich H0E. Ich muss sagen, das gefällt mir, da brauche ich nicht viele Worte zu machen und kann jetzt mit euch zusammen ein paar Sekunden in aller Ruhe zuschauen. Einen weiteren Gruß aus dem schönen Sachsen hat mir Marco Barkowski geschickt. Er schreibt: Gestern habe ich eine schöne Fahrt mit dem Lösnitzdackel nach Radeburg gemacht. Das Besondere, es war eine Zuckertütenfahrt. Das ist eine richtig gute Idee. So etwas hätte ich zu meinem Schuleingang 1955 auch gewünscht. Aber da bin ich ja auch schon
mit der Schmalspurbahn gefahren. Ich wünsche jetzt allen ABC-Schützen alles Gute und allzeit gute Fahrt. Wasserfassen, Kohlenschaufeln für die historische Dampflok der Furka-Bahn. Die Furka-Bergstrecke ist ein richtig lohnendes Ziel. Leider von mir aus gesehen relativ weit entfernt, aber immer ein lohnendes Ziel und ein Augen- und Ohrenschmaus. Weiter geht es mit einigen Veranstaltungen bzw. den Hinweisen darauf. Frank Tinius weist mich auf das Feldbahnfest am 27. und 28. August, jeweils von 12 bis 18 Uhr im FEZ in der Berliner Wuhlheide hin. Eine Kraus-Dampflok wird als besonderes Schmankerl auch vorgespannt und mit Besucherzügen unterwegs sein. Meine nächste Spendenführung im Märklineum in Göppingen findet am Freitag, dem 23. September statt. Drei Termine stehen zur Verfügung, 10, 13.30 Uhr und 16 Uhr. Der Eintritt beträgt 50 Euro. Dieser wird komplett einer guten Sache zugeführt. Ich habe das Vergnügen, durch das neue Museum zu führen und dazu gibt's den Ortloff zum Anfassen samt Autogramm und kleine Gesprächsrunde. Anmeldung, wie gesehen, unter info@merklineum.de. Der neue Eisenbahn-Romantik-Kalender ist auch erhältlich, entweder bei der SWR Media, im Fachhandel oder beim Stadler Verlag Konstanz. Er kostet 25 Euro. Es gibt ja drei Gewinner eines Kalenders des Jahres 2023 und ich habe irgendwie zwei Adressen versaubeutelt oder nicht bekommen. Also bitte Steffen Rossnagel und Bernhard Kühn, eure Adressen bitte mailen. Ich habe sie leider nicht mehr. Und jetzt geht es weiter mit unserem letzten Beitrag. Auch Peter Roster hat ein Filmchen zum Thema lange Züge produziert, und zwar bei der vergangenen Veranstaltung im Unimog-Museum in Gaggenau. Besonders hervorzuheben, schreibt er, ist der 10-teilige ST-800 von Märklin, den wir mit den verschiedenen Ausführungen Rot, Blau und Grün der Teilnehmer zusammengestellt hatten. Vielleicht kannst du mit diesem Clip auch wieder einmal auf unsere Veranstaltung im Oktober hinweisen. Das mache ich gerne und tue auch kund, dass Revolutz und Hegerli in Gaggenau dabei sein werden, zusammen mit Trixbahn Rolf. Das war Ortlaufsfreinun vom 26. August 2022. In den kommenden Wochen ist relativ viel zu tun. Da bin ich auf Sonderfahrten, auf Ausstellungen. Davon werde ich euch aber rechtzeitig berichten. Und jetzt gehe ich erstmal ins Wochenende. Also macht's gut, bis denn und tschüss. Mit Heidi und ihrem historischen Zug verabschiede ich mich heute von der Rhedischen Bahn und von allen Bahnfans dieser Welt. Also von euch. Macht's gut, bis denn und tschüss.